Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Karlchen-Knackgeschichte. Ist Carla schwanger? Mal sehen, was passiert. Es werden immer mehr Lebensmittelvergiftungen gemeldet. Aufgrund von verdorbenen Karotten. Also genießen Sie sie bitte mit Vorsicht. Oh, ist mir übel. Oh, und ich bin so müde. Ich fühle mich gar nicht gut. Das wird bestimmt Karlchen sein. Hallöchen, Carla. Ich bin zurück von meiner Beutetour und ich habe eine wunderbare Überraschung für dich. Oh, Karlchen, bitte nicht so laut. Mir geht's nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen und ich bin so furchtbar müde und schlecht ist mir auch. Na, pappalapapp, wenn du siehst, was ich vorbereitet habe, wird dir bestimmt nicht mehr schlecht sein. Komm mit. Na Carla, was sagst du dazu? Ist das nicht eine grandiose Überraschung? Ich bin beim Delikatessenhändler eingestiegen und sogar beim Konditor. Schau dir diese Torte an, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Aber nun setz dich erstmal hin, lassen wir es uns schmecken, okay? Ach Carlchen, da hast du dir ja wirklich Mühe gegeben. Es wäre eine Schande, das alles zu verschwenden. Na, dann lass uns essen. Was nehme ich denn? Oh ja, ein Hotdog-Brötchen. Dazu... Suchst du was Bestimmtes, Liebling? Ja, kannst du mir hier eine Mohrrübe geben? Lecker. Fast fertig. Kannst du mir noch den Senf geben? Senf. Ah ja, hier hast du ihn. Du willst das doch nicht da drauf schmieren, oder? So, fertig. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Okay, ich wusste nicht, dass du so verrückte Sachen isst, aber guten Appetit. Du, Carla, hast du schon eine Idee, was wir morgen machen könnten? Also, wir könnten zum Beispiel die Weltherrschaft an uns reißen. Oder wir klauen Tonys Dienstwagen. Das wäre lustig. Oder wir überfallen eine Bank. Sag mal, so ein paar neue Goldbarren kann man immer gebrauchen. Ach, Karlchen, ich find's schön, wenn du so Pläne schmiedest. Dann wirkst du immer so männlich. Na, das will ich auch hoffen, dass du das magst. Ich bin immerhin der Größte. Wie kannst du es wagen, dich den Größten zu nennen, nach dem, was hier immer für ein Schweinestall ist? Du bist vielleicht die größte Flasche. Oh, okay, tut mir leid, aber ich räume doch eigentlich schon besser auf. Oh, Karlchen, es tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Bitte verzeih mir. Ach, kein Problem, Liebling. Wir alle benehmen uns doch mal verrückt. Auch du. Ich bin verrückt? Na warte. Dir werde ich's zeigen. Oh Mann, was ist denn mit Carla los? Die benimmt sich ja heute besonders seltsam. Oh, nein, Toni, nein. Tu's nicht. Oh, nein. Nein, Toni. Ich hab gesagt, du sollst das nicht anfassen. Oh, was? Oh, es war nur ein Traum. Was? Wo ist denn Carla hin? Was sind das denn für Geräusche? Kommt aus dem Badezimmer. Das klingt ja, als wäre da ein T-Rex am Würgen. Schau ich mir besser mal an. Carla? Carla? Wow, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung? Geh weg, Karlchen. Ja, nee, schon klar, mach ich gerne. Kann ich ihr irgendwie helfen? Irgendwie die Haare halten oder so? Geh einfach weg. Ja, ist okay, mach ich. Viel Erfolg, Glück, gute Besserung. Ich geh da mal. Guten Morgen, Carla. Und geht's dir schon etwas besser? Ja, ist schon besser, Karlchen. Gestern war es ja ganz besonders schlimm, aber ich fühle mich jetzt wieder ganz gut. Carla, du hast mir doch nicht gerade in den Schoß gekübelt, oder? Es tut mir leid, Karlchen. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal zum Arzt gehen. Mir geht's nicht wirklich... Ja, Liebling, ich glaube auch, dass wir da hingehen sollten. Ich zieh mir nur kurz eine andere Hose an und verbrenne die alte, ja? Und dann kann's auch schon... Okay, ich hab verstanden. Wir gehen sofort los. Du, Karlchen?
Du weißt schon, was das bedeuten könnte? Wie? Was meinst du denn? Die Symptome Morgenübelkeit. Ja, was denn? Naja, es könnte sein, dass ich... Ja? Na, du weißt schon. Vielleicht bin ich... Nun spuck schon aus, Carla. Lass mich nicht länger zappeln. Okay. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Wie war das? Du hast richtig gehört, Karlchen. Ich glaube, ich bin schwanger. Oh Mann, das ist ja eine wunderbare Nachricht. Okay, schnell zum Arzt. So, Fräulein Carla. Wo drückt denn der Schuh? Können Sie Ihre Symptome schildern? Also, das ist wie folgt. Seit ein paar Tagen fühle ich mich schlapp und müde. Und dazu kommt, dass ich mich seit gestern übergeben muss. Besonders heute Morgen war mir richtig, richtig übel. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier, weil es so schlimm geworden ist. Und dazu kommen noch wirklich starke Stimmungsschwankungen. Ich habe Karlchen gestern richtig gehend zusammengeschrien. Der hat vielleicht geguckt. Stimmungsschwankungen, Übelkeit, Unwohlsein, allgemeines Unwohlsein. In Ordnung, Fräulein Carla, wir werden Sie mal genauer untersuchen. Könnte es vielleicht sein, dass ich schwanger bin? So wegen Morgenübelkeit und Unwohlsein? Sind das nicht die typischen Symptome? Ja, da haben Sie schon recht, das sind normalerweise die Symptome für eine Schwangerschaft. Allerdings möchte ich jetzt noch nichts genau sagen, bevor ich Sie nicht gründlich untersucht habe. Legen Sie sich hin und ich mache das Ultraschallgerät klar. So, gleich kann's losgehen. Sind Sie bereit? So, dann legen wir mal los. Ja, das so, kitzelt. Schauen wir mal. Ah, okay. Ja. Und Doktor, wie sieht's aus? Bin ich schwanger oder nicht? Also, auf dem Ultraschall ist leider bisher nichts zu sehen, Fräulein Carla. Aber um das definitiv ausschließen zu können, würde ich gerne noch einen Bluttest machen. Ich müsste Ihnen dafür etwas Blut abnehmen. So, dann schauen wir doch mal. Oh, das ist ja interessant. So, Fräulein Carla, Ihre Ergebnisse sind da. Ich kann jetzt eine Diagnose stellen. Wirklich? Und wie sieht's aus? Also aus den Werten kann ich entnehmen, dass Sie leider nicht schwanger sind. Das tut mir leid. Es handelt sich dabei wohl eher um einen verdorbenen Magen. Haben Sie denn in letzter Zeit irgendetwas Seltsames gegessen? Dass ich wüsste. Ich habe das gegessen, was ich sonst auch immer esse. Oh, wie schade. Was wird Karlchen nur dazu sagen? Oh je. Was mache ich nur? Was ist, wenn Carla wirklich schwanger ist? Was wird dann aus uns? Obwohl, also wenn ich es mir recht überlege, das könnte eigentlich ganz cool werden. Natürlich werde ich nach alter Tradition Carla erstmal heiraten, bevor das Kind da ist. Und wenn es dann ein Junge wird, dann nenne ich es Karlchen Junior. Und wenn es ein Mädchen wird, dann eben Carla Junior. Ganz einfach. Ich könnte ihm zeigen, wie es aus seinem Gitterbettchen ausbricht. Und wir beide könnten Toni die gemeinsten Streiche spielen. Oh Mann, wer hat denn hier die Räder vor meinem Auto abgeschraubt? Das geht doch nicht. Oh ja, ich könnte dem Jungen alles beibringen und aus ihm einen kleinen Karlchen machen. Oh. Karlchen, wo bist du? Ach, Carla, da bist du ja. Und wie sieht's aus? Sag schon, bekommen wir ein kleines Karlchen oder nicht? Leider nicht, Karlchen. Es war nur ein Fehlalarm. Wahrscheinlich habe ich mir nur irgendwie den Magen verdorben. Oh, okay, ach so, ja. Oh, gut. Keine Sorge, Karlchen. Irgendwann kommt schon noch die Zeit, dann gibt's einen kleinen Karlchen. Wirst schon sehen. Ja, hast schon recht. Irgendwann bestimmt. Wir sind eh noch zu jung dafür. Tja, Leute, Carla ist doch nie schwanger, hatte nur einen verdorbenen Magen. Was soll man machen? Jedenfalls, klickt hier links oben auf das runde Panda-Logo, um Pandido TV zu abonnieren. Und wenn ihr direkt weiterschauen wollt, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na los! Also dann, Freunde, bis später!